und wieder 23 Paloxanitera-Log. Und heute Nachmittag roden wir unser Feld fertig. Und dann ist für mich die Kartoffelsaison abgeschlossen, denke ich. Auch im Maschinenring ist fast alles gerodet. Nur noch wenig Fläche zu machen. Ja, ich denke, bei meinem 311er LSA ist der Schadstoffausstoß auch noch recht hoch. Wenn ich da sehe am Morgen, wenn man den startet und da eine blaue Wolke rauskommt. Im Gegensatz zu meinem 311er Vario, der hat eine Abgasrückführung und da sieht man nie, was blauen Rauch zum Auspuff rauskommen. Manchmal ein bisschen schwarz, aber nur unter wirklich Volllasten. Ja. Und wieder ein Feld fertig gerodet. Bei schönem, milden Wetter, ohne Nordwind, ohne Brise, nehmen wir die letzten 50 Jahre meines Ackers in Angriff. Heute Freitag. Ja, wir werden da fertig werden heute. Eigentlich weiß ich schon bald nicht mehr was. Filmen, wenn ich da immer vorne im Traktor hocke, bieten sich da immer nur die gleichen Blickwinkel an. He? Hoffentlich, ihr YouTube-Freunde, gehe ich mit euch nicht auf den Wecker mit meinem Kartoffelrote-Reportage. Der Lohnunternehmer, der wir da All-in-One gepflanzt haben, hat immer die Anschlussfurche ein bisschen enger genommen, immer vier Furchen, und dann die nächsten vier, die Stanz, man sieht es hier, ist ein bisschen schmaler, weniger. Und das finde ich gut, damit ich nicht Überbreiten habe und der Spritzbalken nicht mehr reicht beim Krautfäulenspritzen. Pro vier Furchen immer 10 cm mehr sind. Sind das auf 4 schon 40 cm. Und plötzlich reicht der Balken nicht mehr und eine Furche wird schlecht gespritzt. Und dann haben wir da Krautfäule im Bestand. Jawohl. Ja, es ist auch verrückbar. jetzt heute 2. Oktober. Wir sind eigentlich fertig mit der Kartoffel in dem Maschinenring. Ich bin noch, morgen wird noch gerodet und etwa eineinhalb Tage nächste Woche. Nachher ist alles weg. Ich erinnere mich ans Jahr 2013. Es war nass und wir waren noch im November am Kartoffelroden. Und jetzt 2. Oktober und schon fast fertig. Schön, schön. Ich bin froh, bei guten Wetterbedingungen konnten wir alle Kartoffeln roden. Wir hatten nie Probleme mit zu nass, Maschine versinkt, rausziehen und solche Sachen. Hatten wir nur einmal in einem Moosboden oder Moorboden, schwarze Erde, die nicht tragfähig ist. Dort sind wir einmal versunken, sonst ist alles gut gegangen. Den ganzen Herbst lang. Auch die Maschine der WM ist gut gelaufen. Einzig die Siebkette ging kaputt, mussten wir tauschen. Jetzt haben wir eine
momentan eine Occasion oder eine zum Brauchen drauf und haben eine neue bestellt. Und die ist noch nicht gekommen. Die werden wir erst montieren, denke ich, bei der Revision des WM-Rotes im Herbst oder Winter. Hier, man sieht es gut, die zwei Burschen sind nahe beisammen. Es ist auch viel angenehmer zum Fahren. Meine Spurführung, die sieht man da im Rückspiegel, die hat eine klare Führung. Wenn da die Furche breit ist, muss ich die ausschalten, weil sie dann zu viel Platz zur Verfügung hat und nicht mehr exakt führen kann. Oben. Wurst zum Brot. So, wir haben es geschafft. Unser Feld ist fertig geworden. Das Bauernhaus ist die Saison vorbei. Ich werde keine Kartoffeln mehr roden diesen Herbst. Montag, Dienstag, Mittwoch gehen wir nach Milano. Juhu! Gute Kartoffeln. Noch viele! Ja. Auf diesen 2 Hektar haben wir so viele Steine gesammelt auf der Maschine und jedes Mal hier geleert. Ja, immer, alle Jahre sammle ich da Steine und es hat immer und immer wieder. Es hört nicht auf. Eh?